Zeig doch mal her, was du hast. Seht euch meine Waren an. Alles Qualitätsware, das versichere ich euch. So, ich glaube, das kannst du haben. Das kannst du haben, das auch und... Ach, das war dieses eine Schwert, ne? Oh, das auch. Ja, bitte. Das auch, was ist das? Ach so, auch noch. Das auch haben. Das, ach, das war dieser elende Helm, der mir in der letzten Folge so viel Böses bereitet hat. Und ich glaube, der hier ist auch nicht, obwohl, benötigt Stärke 23 und benötigt Stufe 19. Oh, den behalte ich mal. Schmuck. La 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 la. Nein, verkaufe ich. Äpfel brauche ich nicht. Hühnerkeulen brauche ich auch nicht. Hallo? So. La 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 la. Schwache Veredelung der Magieresistenz Lasma. Der hat keine Heiltränke mehr. Ich bin enttäuscht. Oh mein Gott. Das ist so viel. Bernstein brauche ich nicht. Diamant, Mondstein. Malachit, die behalte ich definitiv. 3. Hatte ich nicht mal 5? Egal. So, diese ganzen Pflanzen, die kann ich eigentlich verkaufen. Dieses braucht man eigentlich für Alchemie, aber... ja, vielleicht wissen wir... Habt ihr die Geschichte der Drachenritter schon gelesen? Ein faszinierendes Werk. Muss man gelesen? Ja, ich gehe mal zum zum Alchemistenbaum hier und guck, ob ich mir da Heiltränke machen kann. Das wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee gewesen, bevor ich angefangen habe, die Pflanzen zu verkaufen. Aber egal, hatte ich nicht mal 5 Malachit-Edelsteine? Ich bin mir nicht sicher. Kann sein. Vielleicht habe ich die jetzt auch schon für irgendwas gebraucht. Ich weiß es nicht. Ah, der 2 mit Vergnügen. Nein, natürlich kann ich nichts machen. Dann eben nicht. Dann muss ich eben mit den Tränken zurechtkommen, die ich gerade habe. Das muss aber auch noch reichen. Vielleicht hat Lamotte oder dieser andere Händler im Schwarzen Eber ja noch was. Noch irgendwelche Tränke, die er mir verkaufen würde für einen geringen Obolus. Aber erstmal verkaufe ich das andere Zeug bei... Seht euch meine Waren an. Kommt wieder. Nein. Seht euch meine Waren an. So. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Bringt zwar nur wenig Geld, aber schafft immer einen Platz im Inventar. Und das will ich damit erreichen. Sobald wir den Drachenturm in unseren Besitz genommen, die könnte ich auch zum Nekromanten bringen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Dann sind die auch schon mal weg. Wackers Edelstein habe ich auch noch. Das Seil, die Flaschen... Kommt wieder. Ich werde jetzt mal noch zum Nekromanten mich porten und zum Bezauberer, damit ich die restlichen Leichenteile und Bezauberungsformeln aus dem Inventar weg habe. Und alles, was da noch da ist, verkaufe ich. Dass wir so ein bisschen vor dem Drachenturm nochmal Platz schaffen, damit wir nicht mitten, wenn wir im Drachenturm sind, irgendwie keinen Platz mehr im Inventar haben. Das wäre ein bisschen blöd. Und vielleicht sollte ich vorher gucken, wo die sind. Alte Höhle, Schreinkapelle. Da ist der Nekromant. Schreinkapelle? Ach, hier oben. Aber bald haben wir zum Glück unsere eigenen Bezauberer, Alchemisten und Nekromanten. Und dann wird das Ganze auch erheblich einfacher, sobald wir den Drachenturm in unseren Besitz haben. In unseren Besitz genommen haben und Leichen vertrieben haben, dann wird das Ganze erheblich einfacher. Und auch cooler, finde ich. Obwohl ich die erste Hälfte von Divinity 2, also das Trümmertal, vor allem den Anfang des Trümmertals, eigentlich am meisten liebe. Seid gegrüßt, Drachentöter. Bereit für Kreaturanpassung? Mit Vergnügen. Was kannst du mir denn geben? Das wäre schlechter, das wäre auch schlechter.
Dann lass mal. Nein! Was macht das? Dann hat er mehr Lebenspunkte und das. Oh, das macht die Kreatur stärker. Na, dann nehmen wir auch die Beine hier. Schön. Erwache, mein Tierchen! Also ich finde, sie ist ja wunderschön, ne? Da kann man ja sagen, was man will. Und jetzt zum Bezauberer. Da war doch auch ein Schrein, ein Wegpunktschrein in der Nähe. Ich weiß aber nicht... Da waren wir, glaube ich, auch nur einmal. Beim Bezauberer. Hui! Hui! So, jetzt machen wir doch hier mal... Sagt mir das korrekte Wort, nett gemeint. Ich habe keine Ahnung, was es mit diesen Dingern auf sich hat. Wirklich nicht. Und wieder mal kann ich gucken, wo das ist. Der war doch... Der war hier. Genau. Tal Westen. Da. Und dann ging es hier hoch und da ist dann auch schon die Werkstatt. Genau. Und der Brunnen, können wir mit dem eigentlich noch was machen? Da kommt die nächste Seele auf der Suche nach Reichtum und Ruhm. Und ich kann euch dabei helfen. Wie könnt ihr mir helfen? Ich bin der Wunschbrunnen und ihr habt einen Wunsch frei. Hatten wir das überhaupt schon gemacht? Ihr seid also der Wunschbrunnen? Oh nein, es gibt noch andere, wenn auch nicht allzu viele. Es gab einen in Ferrol, der sich selbst den wunderbaren Wasserspender nannte. Stellt euch das mal vor. Also das ist ungeheuerlich, finde ich das. Er war immer etwas hochnäsig, vor allem nachdem er einem Abenteurer einen Wunsch erfüllt hatte, der dann später der Göttliche werden sollte. Das ist dann wahrscheinlich wieder eine Anspielung auf Divine Divinity, also den Vorgänger von Divinity 2 Ego Draconis, den ich nicht gespielt habe. Leider, sonst würde ich diese Anspielung wahrscheinlich darüber schmunzeln können. Aber egal, ein Wunsch klingt gut, ich denke, ich versuche es. Fein, aber vergesst nicht, nichts gefällt mir mehr als das Geräusch von Gold, wie es durch meinen Schacht fällt. Ich verstehe, wie viel Gold wird euch zufriedenstellen? Sagen wir einfach, dass meine Stimmung davon abhängt, wie spendabel ihr seid. Ein paar Münzen lassen mich kalt. Ein voller Geldbeutel reizt mich sehr. Und ein königliches Vermögen bringt mich erst recht. 1000. Oh ja, das ist es. Nur her mit eurem Wunsch. Ich bin gerade am... Ich möchte mehr Erfahrung haben. Meiner Meinung nach habt ihr mehr als genug Erfahrung, aber euer Wunsch ist... Wisst ihr, was ich mir wünsche? Auf der Wächterinsel zu sein. Ach, Talana, nerv mich nicht. Wir haben trotzdem noch... genug Gold. Wir haben jetzt 1000 gegeben. Wir hatten vor 31.000, jetzt haben wir 30.000. Können wir das nochmal machen? Ihr hattet euren Wunsch. Ich kann wie ihr wünscht. Ja, ist ja gut. Wir haben auf jeden Fall... Ja, unsere Erfahrungsleiste ist schon wieder zum Drittel voll. Zu einem Drittel. Und ich überlege gerade, was aber... Ne. Gehen wir... zurück zum Dorf und verkaufen was. So, wie immer kommen wir da am schnellsten hier hoch. Mit unseren unglaublichen Akrobatik-Fertigkeiten, die wir haben. Im Morgengrauen seht euch meine Waren an. Alles... So. Jetzt, was wir jetzt da... Das kann weg. Und alles, was wir... Verdammt. Ha! Wie dem auch sei, wir haben genug Platz im Inventar. Ich war zwar beim Wunschbrunnen, aber ich habe nicht beim Bezauberer das getan, was ich tun wollte. Egal. Egal. Wir gehen jetzt zurück auf die Wächterinsel. Wir wollen ja schließlich keine Wurzeln schlagen. Bam, 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 bam. So, Drachenturm. Oh ja. Ah, die Musik setzt wieder ein. Meines Wissens müssen wir jetzt da oben in eine Tür rein. Und dann kommen wir auch schon in den Drachenturm, ins Innere des Drachenturms. Und dann ist das Ende gar nicht mehr so weit entfernt. Das Ende von Laiken,
dem Leichenschänder. Und jetzt können wir hier auch diesen Edelhelm aufnehmen, der überhaupt nichts bringt, aber das ist mir egal. So. Ich glaube, die nächsten paar Dinge, die wir zu tun haben, sind episch. Du gehst... Hä? Okay. Hätte mich der andere, auch die Tür passieren lassen? Egal. Haltet den Drachentöter auf! Ach, die schon wieder. Wer ist hier die Bestie, hä? Noch nicht. Und kaputt! Vergiss es, du heilst hier... Sasan, was machst du da? Also, die böse... Wow. Das war wunderschön, diese Technik. Genial. Der hat auch schon bessere Tage erlebt. Was macht der Knopf? Gar nichts. Die Fackeln, die machen... Aber was macht der Knopf? Können wir hier durch? Lässt sich nicht bewegen. Ach, gucke mal. Ist hier drin irgendwas? Nee. Aber da ist ein... Hey ihr, ich flehe euch an. Lasst mich bitte... Lohnt, nee. Aus dieser Zelle. Ich weiß nicht, ihr seid bestimmt nicht grundlos hier. So ist es. Ich bin hier, weil ich protestiert habe, als sie Lyken ein junges, gefangenes Paar brachten. Es ist mir egal, was ihr mit Leichen macht, aber ich erschaudere beim Gedanken daran, was er mit seinen lebenden Opfern treibt. Das beweist immerhin, dass ihr ein Gewissen habt. Gut, ich lasse euch hier raus. Gesegnet seid ihr. Ihr müsst einfach nur an diesem Eisenring ziehen, dann öffnet sich die Tür. Okay, wehe du wendest dich gegen mich. Ich bin frei. Gepriesen sei Lyken. Wie wäre es mit einer Belohnung? Natürlich, ich verrate euch. Über auf der linken Seite befindet sich eine besondere Zelle. Sie benutzen sie als Geheimlagerraum. Ich weiß nicht wie, aber es muss einen Weg geben, hinter die Rückwand zu gelangen. Ah, hab Dank, das ist in der Tat eine nützliche Information. Kein Problem. Und jetzt... Ja, tschüss. Okay, also auch hier gibt es ein paar Geheimgänge noch. Und da ist eine Leiche und hier ist eine Truhe mit Geld. Und da ist noch eine Truhe. Boah, die haben wir sogar mit Schlösserknacken geöffnet. Ich bin beeindruckt. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Wahrhaftig beeindruckt. So. Da ist ein Knopf. Da. Hahaha. Jawoll. Ich wusste, dass es hier sowas gibt. Und da ist wieder ein Knopf. So, da ist dann wahrscheinlich der geheime Lagerraum. Und was ist hier? Da leuchtet was. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ein Schlüssel. Ich weiß allerdings nicht, wofür dieser Schlüssel ist. Vor allem, die heißen auch einfach nur Schlüssel. Ja, da wird nicht ersichtlich draus, was wir damit eigentlich aufschließen können, aber ich vermute mal diese Tür hier. Nee, da steht nicht verschlossen dran. Geht's da irgendwo weiter? Nee. Das ist eine Sackgasse. Noch nicht. Und brennt, Untote, brennt. Versuch's doch. Ja, der Feuerring war definitiv eine gute Investition. Dafür war dann wahrscheinlich der Schlüssel. Na komm. Magischer schwerer Streit kommt und die Geschichte Rivelots in Reimen. Oh, diese ganzen Bücher, ey. Soll ich die echt mal alle vorlesen? Irgendwie in so einer... Ah, genau. Sprengstoff und noch ein Sprengstoff. Den brauchen wir später noch. Das war gut, dass wir hierher... Wir hätten hier sogar hergemusst. Mal davon ganz abgesehen. Weil den Sprengstoff, den brauchen wir später noch. So. Da sind wir hergekommen und da sind hier die ganzen Zellen gewesen. Können wir da auch noch rein? Also dieses Bett, das sieht ja wirklich sehr gemütlich aus. Vor allem mit diesen wunderbaren Handschellen darüber. Die Kiste ist leer, natürlich. Und die Musik geht gerade richtig ab. So. Ein Schmuckkästchen oder ein kleiner Kasten. Plus 3 zu kräftiger Körper. Bringt das was? Ja, natürlich sinkt unsere Magieresistenz, aber... Es bringt kräftiger Körper. Verringert die Wirkungsdauer der Zauber ausbluten, Feuerball, Feuerwand, Gefall und Polymor... Nee, lass mal.
Geschichte des Verdammten Teil 5. Also es gibt hier noch diverse Buchreihen in dem Spiel. Und so wie ich das sehe, ist das hier eine Schmiede. Es erfordert nicht besonders viel Scharfsinn, das herauszufinden. Vor allem mit dem Schmiedeamboss, der daneben steht. Komm, die werden auch noch eben kaputt gemacht. Eine Erdwurzel. Wie schön.